Herzlich willkommen bei Motion, dem neuen Innovationsmagazin des ÖMTC. Wir werfen für Sie einen Blick in die Zukunft. In unserer zweiten Ausgabe haben wir uns das Thema vernetzte Mobilität angesehen. Einer der drei Schwerpunkte dieser Folge ist New Work. Also wie verändert die neue Arbeitswelt das Mobilitätsverhalten von morgen? Es ist die kürzeste Geschäftsreise der Welt. Die Technologie der virtuellen Realität ermöglicht ein Zusammenkommen, ohne sich körperlich zu begegnen. Das Unternehmen Meeting VR bietet diese Softwarelösung für virtuelle Meetings an und nennt diese marketinggerecht auch gleich besser als im realen Leben. Eine entsprechende Brille und Controller ermöglichen nicht nur das virtuelle Händeschütteln, sondern auch ein interaktives Austauschen von Ideen und Daten. Verschiedene virtuelle Räume für kleinere oder größere Besprechungen, Workshops, Vorträge oder Ideenfindungen sollen das entsprechende Ambiente bieten und diese neue Art der Begegnung ermöglichen. Wenn sich diese virtuelle Realität mit realen Elementen vermischt, so spricht man von einer Mixed Reality. So bringen zum Beispiel Hologramme künstliche 3D-Bilder in die reale Welt und erzeugen eine solche gemischte Realität. Beispielsweise erlaubt die HoloLens 2 von Microsoft mit ihrem integrierten Display, Lautsprechern und zahlreichen Sensoren das Eintauchen in die Mixed Reality. In Verbindung mit speziellen Programmen wie hier Microsoft Mesh wird dieses Endgerät zu einem freihändig steuerbaren Computer. So misst beispielsweise ein spezielles Handtracking-System die individuelle Form der Hände und ermöglicht mit Algorithmen durch eine künstliche Intelligenz eine präzise und intuitive Bedienung des holographischen Computers. Diese Technologie ist vielseitig einsetzbar. Reparaturen und Wartungen können damit effizienter durchgeführt werden. Die unterschiedlichen Anleitungen können vor Ort abgerufen und direkt auf Fahrzeuge, Maschinen und Anlagen projiziert werden. Diese Technologie kann so die Qualität von Fahrzeugreparaturen optimieren und deren Dauer reduzieren. Auch in der Medizin eröffnet die Digitalisierung neue Arbeitsweisen. In der sogenannten Holomedizin werden bisher zweidimensionale Bilder zu 3D-Bildern, die frei im Raum projiziert werden können. Es ist sogar möglich, das 3D-Bild während einer Operation millimetergenau auf den Patienten zu projizieren, sodass die Ärzte deutlich präziser operieren können. Die Grundlage für all diese neuen Möglichkeiten bietet der neue 5G-Mobilfunkstandard, der gewährleistet, dass diese enormen Datenmengen nahezu in Echtzeit übertragen werden. Doch nicht nur die Medizin profitiert von dieser neuen Technologie. Auch in Branchen, an die man vielleicht nicht gleich denkt, verändert die digitale Vernetzung den Berufsalltag. So wie diese Minenarbeiter in China. Sie steuern ihre Maschinen über 5G bequem vom Sessel aus. Auch Kranführer einer japanischen Hafenanlage, die aufgrund der üblichen Sitzhaltung immer nach unten schauen mussten und über Nackenschmerzen klagten, haben über Remote Work nun eine neue Arbeits- und somit auch Lebensqualität. Das sind nur ein paar Beispiele, wie die Digitalisierung und die Vernetzung unserer Welt die Arbeit der Zukunft schon heute verändert. Persönliche Kontakte werden durch diese Technologie sicher weniger werden. Welchen Einfluss dies künftig auf unsere Gesellschaft hat, wird uns die Zukunft zeigen. Schön, dass Sie mit dabei waren und mit uns gemeinsam einen Blick auf die Mobilität von morgen geworfen haben. Weitere spannende Beiträge gibt's auf dem ÖMTC YouTube-Channel. Am besten gleich abonnieren.